Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute mal ein Let's Eat und ein Let's Test in einem sozusagen. Ich mache einen Chuleton Chugichu vom 800 Grad Grill. Dementsprechend ist das für euch alle irgendwie interessant, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einen Oberhitzegrill zu kaufen oder wenn ihr euch fragt, wie ein Chuleton Chugichu so schmeckt und was es damit überhaupt auf sich hat, dann solltet ihr dranbleiben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ich habe gerade angekündigt, heute gibt es einen wahren Zungenbrecher auf dem Teller, nämlich ein Chuleton Chugichu. Von vielen das beste Steak der Welt genannt. Ob es so ist, das werden wir heute rausfinden. Und kommen wir aber als erstes mal zur Chugichu. Und da dachte ich bis vor einigen Jahren tatsächlich, es handele sich um eine eigene Rasse oder etwas ähnliches. Aber ein Chugichu ist nichts anderes als der Markenname. Und dieser gute Mann, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, fette alte Rinder, vornehmlich aus Galizien und dem portugiesischen Hochland, zu Fleischkühen hochzuzüchten. Und diese Tiere, die werden teilweise 18, 19, 20 Jahre alt und dementsprechend soll sich der Geschmack intensivieren und es wird etwas ganz Besonderes sein. Und ganz wichtig bei dem Stück ist, es handelt sich, wie der Name schon sagt, alte Kuh oder fette alte Kuh um ein sehr fettes Stück und ihr müsst auf jeden Fall Freunde davon sein, wenn ihr das probieren möchtet und ihr solltet unbedingt nicht fies davor sein, Fett mitzuessen, weil wenn ihr das nämlich nicht tut, dann könnt ihr euch auch im Grunde ein anderes Stück Fleisch kaufen, weil dann, ich muss es sagen, wie es ist, hat man dieses Stück Fleisch nicht verstanden. Die Aromatik liegt nämlich besonders eben in diesem Fett, das wir haben und dementsprechend muss das dazu. Und Chuleton ist nichts anderes als der Zuschnitt, Kotelett, wie so ein Kotelett, schön saftiges Stück Fleisch und herrlich, also zumindest von der Optik. Ich habe mir meins bestellt, und zwar wirklich bestellt, ich habe mir das nicht zur Verfügung stellen lassen. Wer das erste Let's Eat Video gesehen hat, der wird sehen oder mitbekommen haben, dass ich mich hier ganz unvoreingenommen um eben nur diese Stücke Fleisch kümmern möchte. Und dafür habe ich mir dieses Stück bestellt, damit ich es nicht gesponsert gekriegt habe, um nicht sagen zu müssen, es war lecker oder eben nicht oder die Kritik dann nicht ganz so hart rüberkäme. Deswegen habe ich es mir direkt bestellt, in dem Fall bei Don Carne. Und als zweite Geschichte haben wir in diesem Video den 800 Grad Grill. Wer eine Alternative sucht zu einem Beefer, der wird vielleicht mit dem 800 Grad Grill ganz glücklich. Im Grunde vom Aufbau her fast ähnlich, lässt sich aber deutlich einfacher sauber machen, meiner Meinung nach. Und lässt sich auch richtig schön bedienen, hat eine elektrische Piezo-Zündung. Aber ich möchte da gar nicht so großartig in dem Video drauf eingehen, sondern ich möchte vielmehr, dass ihr seht, ob das Ding was kann oder nicht. Dementsprechend werde ich da gar nicht großartig viel was zu verlieren. Aber als erstes mal kümmern wir uns jetzt um unser Fleisch. Das müsst ihr aus der Verpackung nehmen und dann idealerweise eine Stunde lang bei Raumtemperatur akklimatisieren lassen. Dann könnt ihr das Ganze mit ein wenig Salz würzen. Ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, hier nur Salz zu nehmen und sonst nichts, da ich schlicht und ergreifend sage, wenn man da nur Salz nimmt, dann verfälscht das auch den Geschmack nicht durch irgendwelche Pfeffermischungen oder sonst irgendwas. Deswegen nur gesalzen. Ja, und dann ging es unter den 800 Grad Grill. Den habe ich als erstes eingeschaltet, dafür einfach Gas aufdrehen. Dann hinten ist ein Stellrad, das habe ich rumgedreht und dann mit der elektrischen Zündung habe ich das Ganze dann angefeuert und eben 10 Minuten lang aufheizen lassen. In der Aufheizphase ist er ein bisschen laut, aber dieses Geräusch, das gibt sich. Was ich besonders cool tatsächlich fand, ist, dass man unten so eine Fettauffangwanne rausziehen kann. Dann versaut man sich den Tisch oder die Arbeitsfläche oder wo auch immer man das gerade macht. Nicht so, das fand ich schön durchdacht. Ansonsten vom inneren Aufbau her ähnlich wie die Konkurrenz auf diesem Markt. Ein Gastronombehälter, man kann aber das innere Teil komplett rausnehmen, um ihn leichter sauber zu machen. Und jetzt ging das Steak bei 800 Grad auf den Grill, richtig schön weit oben, damit wir ein ideales Bild haben. Und da habe ich das Ganze dann schön überkrusten lassen, habe es dann ein wenig rausgezogen, habe es dann gedreht, wieder unter den 800 Grad Grill geschoben und dann in den indirekten Bereich gelegt. Das könnt ihr entweder unten drunter machen, indem ihr die Flamme oben
oben reguliert, wie bei der Konkurrenz auch. Oder aber ihr legt es bei 110 Grad in den Backofen oder in den Grill und lasst es dann bis zu einer Kerntemperatur, in meinem Fall, es war ein sehr, sehr fettes Stück, auf 56 Grad ziehen. Und dann habe ich das Ganze aufgeschnitten. Und ja, ich würde sagen, der Gargrad ist gelungen und in Scheiben geschnitten und dann ging es ans Probieren. Was ich dabei festgestellt habe, das werde ich euch im Fazit erzählen. Tücken der Technik. Ich habe gerade dann aufgenommen, wie ich dieses Steak probiert habe, um euch das Ganze halt hier noch mit einspielen zu können. Aber als ich dann gerade auf die Kamera schaute und das Steak schon lange verzehrt war, habe ich dann festgestellt, dass er nicht aufgenommen hat. Es tut mir leid an dieser Stelle. Ihr müsst mir jetzt entweder glauben, was ich erzähle, oder ihr lasst es. Aber ich denke mal, ihr werdet mir das schon glauben. Ist es das beste Steak der Welt? Weiß ich nicht. Es ist unglaublich lecker, es ist sehr, sehr aromatisch, es hat Milchanteile im Fett gerade und es schmeckt insgesamt sehr, sehr rund. Es ist sehr, sehr saftig, es ist wunderbar zart durch das viele intramuskuläre Fett. Es ist ein Bombenstück Fleisch. Ob es das beste Steak der Welt ist, das weiß ich nicht. Denn ich sag mal, jedes Stück Fleisch hat seine Berechtigung. Es ist aber auf jeden Fall ein besonderes Stück Fleisch. Es ist mit Sicherheit auch nicht etwas für jedermann, gerade wegen dem vielen Fett. Und es ist vor allem nichts, wo man sich irgendwie 3-4 Steaks von bestellt. Dafür ist es ein bisschen teuer. Und das dann an einem Abend mal eben so runtergrillt und mit Kartoffelsalat und Barbecue-Soße serviert. Sondern das ist eher was, das man ein bisschen zelebrieren sollte, finde ich. Das heißt, wenn man ein paar Leute da hat, dann kann man so ein Steak mal machen und kann das dann mit in Tranchen aufgeschnitten auf den Tisch stellen. Jeder kann sich nehmen und jeder kann probieren. Ich denke, dafür sind diese Stücke ja deutlich besser geeignet. Die Aromatik ist, ja, ich möchte sagen, echt komplex. Also es ist nicht zu vergleichen mit einer Ferse, die eher so ins Süßliche geht, sondern es schmeckt tatsächlich eher herb und wir haben Milcharomen und wenn man sich drauf konzentriert, dann merkt man auch da, wo das Fleisch nicht so durchwachsen ist, hat man ein bisschen mehr zu kauen. Das ist aber klar, wenn ich ein relativ altes Rind habe, was schon häufiger gekalbt hat und so weiter, dann ist es klar, dass es nicht so zart sein kann. Wie ein junges Tier, was in seinem Leben ja, sich womöglich viel, viel weniger bewegt hat. Aber grundsätzlich sage ich, es ist ein tolles Stück Fleisch. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich es zu essen. Und ich kann auf jeden Fall empfehlen, dieses Stück auch mal zu kaufen und mal zu probieren. Ja, egal bei welchem Händler ihr das jetzt tut. Aber es ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Wichtig ist halt nur, ihr müsst vorher wissen, dass es fette, sehr marmorierte Stücke sind. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man weiß, bevor ihr da so eine Enttäuschung erlebt, wenn ihr das irgendwo bestellt. Lasst es lieber sein. Wenn ihr sagt, ich mag fette Stücke, ich mag auch das Fettauge in einem Ribeye zum Beispiel, das möchte ich gerne mitessen, dann ist es auf jeden Fall ein wunderbares Stück für euch. Und der 800 Grad Grill, der hat seine Arbeit, wie ich finde, wunderbar erledigt. Ja? Ich finde es besonders halt schön, dass man ein bisschen mitgedacht hat. Man hat unten diese Schublade drin, man kann das Ding auseinanderbauen, man kann das ordentlich sauber halten. Und er wird auch nach außen hin nicht so großartig heiß, nach oben hin natürlich schon. Ich finde die Elektrozündung super, ja, und das Ganze für den Preis. Ich habe euch das Ganze hier unten auch mal verlinkt, könnt ihr mal schauen. Also ich muss sagen, finde ich eine super Alternative. Ja, was mir wichtig war, bevor ich gesagt habe, ich teste das Ding und zeige euch das, dass dieser Brenner hat eine CE-Kennzeichnung, ist also geprüft, auch für den Überkopfbetrieb und so weiter. Super Sache, auf jeden Fall kann ich das empfehlen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, den mal mit in die engere Wahl zu nehmen. Es gibt ja mittlerweile zig Oberhitzegrills auf dem Markt und vielleicht wäre das ja mal etwas für euch. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video auch so gefallen, also auch ohne probieren. Es tut mir wirklich sehr leid. Vielleicht bestelle ich mir demnächst noch eins und mache dann irgendein Gericht daraus. Also wie gesagt, bestellt ist es und ich denke mal, um dem Ganzen dann nochmal nachzukommen, werde ich da demnächst mal irgendwann, nagelt mich nicht drauf fest, noch ein Gericht mitmachen.
Vielleicht machen wir da auch mal irgendwie, ich muss mal gucken, ob es, ob man sowas nicht dann auch mal vielleicht in Olivenöl nachzieht und dann vielleicht mal irgendwas dazu macht. Da lasse ich mir was einfallen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und im Idealfall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hier unten auf Abonnieren klickt. Weil wenn ihr nämlich da unten klickt, dann verpasst ihr auch nichts mehr, was hier auf diesem Kanal passiert. Hier gibt es unterschiedliche Rezepte oder mal auch so ein Let's Eat oder ein Let's Test oder ein Testvideo oder Hinweise oder Tipps oder was auch immer rund um den Rost und rund um den Grill und rund um die Küche. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir gewogen bleibt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, da unten ist auch so ein Glöckchen bei YouTube, da könnt ihr mal draufklicken, dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es neue Videos gibt. Ansonsten gibt es uns natürlich auch noch bei Facebook und bei Instagram und auf sauerländer-barbecue.de. Da solltet ihr auch mal schauen, weil da findet ihr auch ganz viele Rezepte und noch nützliche Hintergrundinfos und auch Rezepte, die es hier nicht gibt und lauter so Geschichten. Also einfach mal schauen. Alles weitere, wie so ein paar Links, wenn ihr uns unterstützen möchtet, findet ihr hier unten in der Infobox. Einfach mal aufklappen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen freundlichen Kommentar da. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal mit euch und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.